Schon mal was von Pestizid-Aktionsnetzwerk e.V. gehört? Oder der Kampagne für saubere Kleidung? Diese Organisationen waren unter anderem Anlaufstellen für meinen Kollegen Marco Wenzel, der sich mal damit beschäftigt hat, was es so mit unseren Klamotten alles auf sich hat. Wo kommt mein T-Shirt her? Was steckt drin? Und unter welchen Bedingungen wurde es eigentlich hergestellt? Was ist dran an den Gerüchten über gesundheitsgefährdende Materialien in der Kleidung? Auch die aktuelle Ausstellung Made in, Made by begibt sich auf die Spurensuche. Das komplette Paket an Kleiderrecherche gibt es jetzt für euch zu sehen. Gute Unterhaltung. Schnell noch das Schnäppchen zum Feierabend. Für wenig Geld fällt die Entscheidung schnell. Trotzdem gibt der Deutsche im Durchschnitt ca. 850 Euro im Jahr für Bekleidung und Schuhe aus. Allein Hamburg importierte im letzten Jahr über 70.000 Tonnen Baumwollbekleidung. Aber was tragen wir da eigentlich tagtäglich auf unserer Haut? Wo wurde die Jeans gefärbt? Das T-Shirt zusammengenäht. Wissen wir, wie viel eine Näherin in Bangladesch verdient, welche Chemikalien eventuell im Stoff zurückgeblieben sind? Und welche Verantwortung tragen wir beim Kauf eines Kleidungsstückes für 15 Euro? Die aktuelle Ausstellung Made in, Made by, das Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung, versucht, den Weg unserer Kleidung nachzuzeichnen. Sie hat 5 Säulen. Die Ausstellung heißt Made in, Made by. Also wo ist das hergestellt? Von wem wurde es hergestellt? Die Ausstellung richtet sich an interessierte Konsumentinnen und Konsumenten, an Einzelhändler, aber auch vor allen Dingen an Schulklassen. Sie hat einige Lernstationen. Besucher können hier zum Beispiel anhand einer Weltkarte den Weg einer Jeans vom Rohstoffanbau bis hin zum Konsumenten verfolgen. Die Ausstellung möchte über Probleme und Missstände während dieser Verarbeitungskette aufklären. Diese beginnen schon auf dem Baumwollfeld. Also im Baumwollanbau sind vor allem die vielen Chemikalien, die eingesetzt werden, problematisch. Das sind an allererster Stelle die Pestizide, die vor allem bei Menschen, Tieren und Umwelt zu Vergiftungserscheinungen führen können, Wasser verschmutzen und somit die Anbauer und die Familien und die ganze Region schwer betreffen. Laut der Kampagne für saubere Kleidung werden auch in weiteren Verarbeitungsprozessen Giftstoffe eingesetzt, die den Menschen schädigen können. Die Chemie trifft natürlich die Leute, die mit den chemisch behandelten Produkten arbeiten. Die trifft die Pflückerinnen auf den Baumwollfeldern, die in der Chemie herumlaufen und es anfassen müssen. Und es trifft natürlich auch die Näherinnen und Näher, die in der Produktion sitzen und diese chemisch bearbeiteten Stoffe zusammennähen müssen. Ich als Konsumentin habe eine gute Möglichkeit, das herauszufinden, weil diese Prozesse ja auch wirklich gut feststellbar sind, was da noch drin ist an Chemie. Und ich kann mir dann ein Kleidungsstück wählen, wo das Siegel mir sagt, da ist keine Chemie drin oder nur noch ganz minimal. Auf einer weiteren Ausstellungssäule werden die Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern beschrieben. Soziale Verträglichkeit ist hier das Stichwort. Dass Menschen, die an den Nähmaschinen sitzen, in den Nähstraßen sitzen, in den Firmen sitzen, unter sozial verträglichen Bedingungen arbeiten, dass sie ihren Lohn regelmäßig bekommen, dass der Lohn ausreicht, um sich und ihre Kinder zu versorgen, dass sie Zugang zu Krankheits- und Gesundheitsversorgung haben, dass noch was übrig bleibt, um an Bildung teilhaben zu können. Die 4. Säule zeigt dem Verbraucher Möglichkeiten, durch seinen Einkauf gerechte Arbeitsbedingungen während der Produktion zu unterstützen. Auf der anderen Seite sollen Unternehmen in die Verantwortung genommen werden. Leider ist es so, dass Arbeitsrechtsverletzungen, die zum Beispiel in einer Fabrik passieren, dass die nicht eingeklagt werden können. Weder in dem Land dort, noch hier bei uns. Und da muss es eben verbindliche Regeln geben. Regeln für Unternehmen, an die sie sich halten müssen, sodass es für alle gleich ist. Ich als Konsumentin kann mich informieren. Ich kann schauen, welche Firma bemüht sich, diese Regeln einzuhalten und ist auf einem guten Weg, das zu ändern. Zu erfahren, unter welchen Bedingungen das neue Kleidungsstück hergestellt wurde, ist nicht schwer. Wie viel man bereit ist, dafür auszugeben, muss jeder für sich selbst beantworten.